Hallo Elektronikfreunde, ich habe mal eine Frage an alle KiCad-Experten da draußen. Und zwar habe ich mich jetzt mich mit der Software KiCad mal ein bisschen befasst und mich verwundern so ein paar Sachen hier, speziell bei meinem PCB. Und zwar geht es um Folgendes. Ich zeichne mal hier meine Leiterplattengröße einfach so ein und in dem Layer Edge Cuts und zeichne das also hier so einmal herum, so das ist jetzt meine Leiterplatte und jetzt kann ich natürlich hier auch mal die Bemaßung mir anschauen, wie lang hier diese Seite ist, hier in dem Fall 30 oder von da nach da 14 mm und jetzt möchte ich ein Footprint mal oder eine Bohrung meinetwegen erstmal platzieren, gehe ich also hier auf dieses Symbol und suche mir da eine entsprechende Bohrung raus. Das ist dann irgendwie mit Hole, Mounting Hole, genau, kann man hier also M2 zum Beispiel mal auswählen. Und jetzt platziere ich die hier. Und jetzt möchte ich eigentlich diese Bohrung ganz exakt platzieren hier. Vom Abstand her. Ich kann jetzt natürlich Folgendes machen. Ich kann jetzt hier wieder messen. Also von da nach da sind es also 4 mm. Und vom Mittelpunkt der Bohrung bis hierher auch. Das ist alles ganz schön. Allerdings hätte ich es gerne so, dass man die Bohrung hier direkt irgendwie, weiß ich jetzt nicht genau, von diesem Nullpunkt aus 4 mm von jeder Ecke, also von jeder Kante aus gesehen, platzieren kann. Das habe ich noch nicht irgendwie rausbekommen. Ich weiß auch nicht, ob es irgendwie geht. Das ist das eine. Die andere Sache, die mich wirklich wahnsinnig stört, ist, wenn ich jetzt hier mal rausgehe und hier auf diese Bohrung gehe und auf E drücke, also auf die Eigenschaft sozusagen, dann zeigt er mir hier als Position 114 und 86 an, X und Y. Wie ich das schon jetzt rausgefunden habe, ist der Ursprung bei KiCad oben links, also hier außerhalb dieses ganzen Rahmens hier oben irgendwo. Jetzt habe ich gelesen, dass ich, wenn ich jetzt hier mal dieses Icon hier anklicke, das ist dieses Origin-Icon, kann ich also hier in die Ecke klicken, beziehungsweise das andere Ding hier, Set the Origin Point for the Grid, ist also hier. Selbst müsste das jetzt der Origin sein. Andererseits habe ich jetzt auch weitergelesen, hier unten gibt es noch Anzeige. Hier ganz unten, wenn man jetzt also hier runter geht, DX, DY. Wenn ich jetzt also hier wieder raufgebe auf meinen Origin, kann ich damit der Leertaste das auf 0 setzen. Wenn man es mal beobachtet hier, dann ist es also tatsächlich jetzt auf 0. Aber wenn ich jetzt hier wieder reingehe in die Bohrung und gehe in die Eigenschaften mit E, dann zeigt er mir nach wie vor hier das an. Und ich möchte eigentlich die Position X und Y bezogen auf meinen erstellten Origin hier gerne haben. Und die Frage ist an alle Experten draußen, wie geht das? Also ich habe es noch nicht rausgefunden. Das ist eine der Sachen, die für mich persönlich total nerven. Also das ist wirklich blöd, finde ich. Vielleicht gibt es auch einen Trick, weiß ich jetzt nicht. Also ich habe es noch nicht rausgefunden. Also gut wäre es, wenn ich jetzt hier schon sage, hier unten links ist mein Origin. Dann möchte ich alles, was jetzt hier drin ist, von diesem Origin bemaßt haben. Hier zeigt er diese 4 mm an, weil ich hier messe. Allerdings, wenn ich auf die Eigenschaften von dem Teil hier gehe, von der Bohrung, dann bringt er mir die Bemaßung von dem ursprünglichen Origin hier, von diesem Sheet. Und das ist da oben irgendwo. Und das ist natürlich sehr blöd, weil wenn man jetzt zum Beispiel hier irgendwelche Stecker oder Kühlkörper oder Leuchtdioden ganz genau platzieren will, dann muss man irgendwie zurückrechnen oder dauernd bemaßen. Und das ist einfach, finde ich, sehr nervig und ist zeitaufwendig vor allem. Ja, das war mal hier so meine Frage. Vielleicht gibt es da ein paar Antworten. Würde mich freuen für jeden Hinweis. Vielleicht mache ich irgendwas generell falsch, weiß ich jetzt nicht. Falls jemand da eine Idee hat, soll er es mir auf jeden Fall sagen. Ich arbeite übrigens mit der Version 5.1.1, also die aktuellste Version, soweit ich es jetzt weiß. Vielleicht ist in der neuen Version es schon anders, aber ja, ich
bin langsam am Ende meiner Nerven im Moment, weil es äußerst aufwendig ist, hier, wie gesagt, unter diesen Umständen Bauteile exakt innerhalb dieses Rahmens zu platzieren, ohne jeweils immer genau nachmessen zu müssen. Also, auf jede Antwort freue ich mich. Das war's in diesem Fall. Viel Spaß und tschüss.